Was sagt die Straße? 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 Zwölfeinhalb Kilo Rindfleisch isst jeder Deutsche statistisch gesehen pro Jahr. Und dazu kommen noch 18,8 Kilo Geflügel und sogar 53,5 Kilo Schweinefleisch, sagt das Landwirtschaftsministerium. Vieles davon stammt aus Massentierhaltung, produziert unter Bedingungen, bei denen es den Tieren teils nicht gut geht. Gleichzeitig öffnen viele Bio-Supermärkte und vegetarische Restaurants. Gibt es einen Bewusstseinswandel? Ist Biofleisch eine Möglichkeit, den Tierschutz im Alltag zu verbessern? Sollten wir komplett auf Fleisch verzichten? Oder gibt es vielleicht gar kein Problem? Wir fragen nach. Was sagt die Straße? Wenn du zum Döner gehst, isst du deinen Döner mit Fleisch oder mit Gemüse? Mit Fleisch. Mit Fleisch, aber du weißt, dafür sterben Tiere. Hast du damit ein Problem? Nö. Warum nicht? Weil andere Tiere essen auch andere Tiere. Also wenn ich Fleisch kaufe, dann am liebsten, meistens, was mein Portemonnaie so hergibt, Biofleisch. Ist dir Biofleisch zu teuer? Ja, aber es lohnt sich. Wäre denn Biofleisch für dich eine Alternative, wenn du weißt, es kommt von dem und dem Schlachter? Ja. Aber wenig. Also ich esse kaum Fleisch, und weil ich denke, man kann darauf verzichten und weil ich auch das Gefühl habe, dass es einem besser geht, wenn man nicht so viel Fleisch isst. Aber es mag auch Einbildung sein. Wäre Biofleisch für dich eine Alternative? Also wäre das was Besseres? Naja, trotzdem Tierfühl gestorben irgendwie. Ob es jetzt glücklich gestorben ist, weiß ich nicht, nur weil es Bio ist. Nö, wäre, glaube ich, kein Unterschied. Dürfen wir ganz kurz beim Essen stellen, wir machen eine Umfrage zum Thema Essen. Isst du immer Fleisch oder isst du auch manchmal vegetarisch? Also normalerweise esse ich vegetarisch, aber ab und zu, ja, ich esse auch Fisch und Fleisch. Ja. Achtest du drauf, dass das Biofleisch ist, oder ist es dir egal? Das ist mir egal, weil wenn ich Bio esse, esse ich Gemüse. Also Fleisch ist normalerweise für mich egal, ob es Bio oder nicht ist. Ja. Ich glaube, man kann da schon recht gute Unterschiede ziehen anhand der Preise. Also bei einem 1,50 Euro Döner passiert es ja auch gerne mal, dass man direkt hinterher irgendwie auf der Straße hängt und das Ding wieder vorne rauskippt. Und bei einem guten Döner, der halt dann einfach 3,50 kostet, passiert das halt in der Regel nicht. Tut mir leid, weil du gerade beim Essen bist, aber ist dir klar, dass der Fisch jetzt tot ist? Ja, also ich habe nicht wirklich daran gedacht, aber ja. Hast du ein schlechtes Gewissen? Ja, ein bisschen. In dieser Straße gibt es viele Restaurants. Die meisten Leute, die wir getroffen haben, essen gerne Fleisch. Manche allerdings mit schlechtem Gewissen. Und andere betonen, dass gute Qualität auch mehr kostet. Wie ist es bei euch? Esst ihr gerne Fleisch? Versucht ihr, weniger Fleisch zu essen? Bevorzugt ihr Bio? Sagt es uns auf duhastdiemacht.de.